Hallo, hallo. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Tina. Ja, und ich möchte ein neues Wochenvideo mit euch starten heute hier draußen. Ich bin hier am See. Ihr seht ihn aber nicht, weil das Gelände ist hier abschüssig. Und sonst würde ich abschüssig sitzen und das ist blöd. Flugzeuge sind auch da. Also so idyllisch, wie man denkt, ist es hier nicht. Ihr seht's. Ja, aber ich starte mal mit den Wochenblättern heute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich danke euch auch für die lieben Worte, die ihr mir unter mein letztes Video geschrieben habt. Ich möchte immer mal mir so ein Thema rausgreifen, über was ich mit euch reden will, und das, was ich letzte Woche gemacht habe, war halt der Anfang, damit ihr einfach auch Bescheid wisst, wie es bei mir hier so ist mit meiner Veränderung. Ja, ich starte mit den Wochenblättern. Das ist der Naturkalender von Christopher Schmidt. Ich verlinke euch das unten auch wieder in der Box. Ja, und da sind wieder richtig schöne Schmetterlinge diese Woche drauf. Aber die kenne ich wirklich mal. Die kenne ich alle. Alles, was hier drauf ist, kenne ich. Bin ja richtig glücklich. Ja, und die Marjolaine Bastien. Da hätten wir das Bild. Gemüsegarten. Und Kohlweißlinge. Ja, ja. Kennen wir. Ja, also ich finde es immer wieder schön, die Bilder. Ich gucke die mir so oft und so gerne an. Herrlich. Ja, so, weiter im Text. Was wollte ich euch erzählen? Ich habe auf meiner Homepage elfenreisenleicht.com, da ist ja auch mein Blog drauf, aber auf der Homepage habe ich einen Reiter gemacht, Shop. Das wollte ich euch erzählen. Und das hat den Hintergrund, dass ich öfter mal in YouTube-Videos was gesehen habe und dann wenig später oder ein bisschen später, wo ich das eigentlich gebraucht hätte, habe ich das nicht mehr wiedergefunden und ewig gesucht und war genervt und was weiß ich. Und dann habe ich jetzt für mich schon, das ist schon eine ganze Weile her, da hatte ich die Idee, da habe ich beschlossen, dass ich mal so einen Shop mache, so eine Liste, wo ich alles aufliste, was ich euch empfehle und auch euch verlinke. Also teilweise gehen die Links zu Amazon, weil das sind ja dann meine Affiliate-Links. Und wenn ihr darüber reingeht nach Amazon, egal was ihr dort kauft, dann unterstützt ihr halt meinen Kanal. Da freue ich mich halt und bedanke mich auch. Ja, und teilweise sind es eben Links zu anderen Leuten, die nicht zu Amazon gehen. Also je nachdem, wo ich die Sachen eben herkriege. Wie hier zum Beispiel Oak and Ivy ist eben der Link dahin, ne? Klar. So, aber es geht mir darum, dass da alles zusammen ist, dass ihr da, wenn ihr was sucht, da wirklich gucken könnt. Und ich habe da einzelne Rubriken gemacht, Haushalt, und ihr werdet sehen. Ja, ich habe sowieso in letzter Zeit viel an meiner Homepage gebastelt und will das auch noch weitermachen, weil ich die noch ein bisschen, ja, die will ich ein bisschen anpassen, auch meinen Bedürfnissen. Dafür ist eine Homepage ja auch da. So, das zur Homepage. Dann, was habe ich noch? Was zeige ich euch noch jetzt als nächstes? Als nächstes zeige ich euch mal hier das Wollige noch. Das habe ich auch mit, weil das ist nicht wirklich viel. Ich habe euch ja gesagt, dass ich bei der Hitze definitiv nicht stricken werde, und das habe ich auch nicht getan. Ich habe nur was fertig gemacht. Aber den habt ihr jetzt auch noch nicht ganz gesehen. Und der ist ja jetzt auch fertig, ne? Die Hälfte, also einer. Und ich habe eigentlich hier vorne nur noch das Stück dran gestrickt, aber ich weiß gar nicht, wie weit ihr das gesehen habt. Ich glaube, ich war noch hier hinten. Das habe ich dran gestrickt, als ich bei der Claudia zu Besuch war. Da habe ich daran gestrickt, und zu Hause habe ich jetzt nur die Spitze vernäht. Hier ist ein Gekräusche. Herrlich. Ja, also das ist mein Wolliges. Immerhin habe ich ein halbes Projekt fertig. So, und die Wolle, guckt mal, das Garn ist das hier. Und das hatte ich aus, nee, das habe ich nie mitgebracht, das habe ich mir schicken lassen, weil das ist so in Streifen gefärbt auf dem Knäuel. Und das ist von Giddy Yarns. Und die Färbung heißt Hot Chocolate. Und das hat mir so gefallen, die Farben, und die sind doch für mich. So, das ist mein Wolliges. Überlegt mal, jetzt ist das zweite Flugzeug hier. Ja, ich weiß ja nicht, ob ihr das so deutlich hört wie ich. Wenn dieser Flughafen wieder voll in Betrieb ist, dann ist das keine Idylle hier mehr. Dann ist es vorbei. Kann man die Menschen verstehen, die da sauer sind. Ja, das ist mein Wolliges. So, was ist noch passiert? Ich bin mit dem Auto noch nie weiter, weil es ist alles beim Alten. Keine Papiere da aus Essen, und TÜV kann ja nie gemacht werden. Er steht da.
Ja, das nervt mich natürlich jetzt schon irgendwie ein bisschen. Ich meine, ich lasse mich davon nie wirklich nerven. Das ist jetzt nur mal so, dass es schon so ist, dass ich eigentlich bei dem Wetter gerne draußen gewesen wäre, auch nachts, weil bei mir in der Wohnung ist es eigentlich nicht mehr wirklich erträglich. Jetzt schon nicht. Und es waren jetzt am Tage immer nur so 30 Grad. Aber wenn das tagelang hintereinander ist, dann ist diese Dachgeschosswohnung so aufgeheizt, dass man das nicht mehr rauskriegt, obwohl es nachts gut abkühlt. Okay. Die Kiefer. Jetzt bin ich auch ganz dunkel hier. Ja. Aber das ist ja nicht zu ändern, ne? So ist es nun mal. Und ich habe mir jetzt diese Woche überlegt, was ich mir in der Wohnung vornehme. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, schon die Dinge zu putzen, die man so 2-3 Mal im Jahr putzt, damit ich dann einfach schneller eine Entscheidung treffen kann, wie ich da weitermache. Diese Entscheidung, also es hängt irgendwie alles an einem. Das ist wie an einer Kette, ne? Wenn ein Teil oder ein Zahnrad noch nicht da ist, dann können die anderen noch nicht laufen. Und das ist jetzt auch so. Ich kann mit der Wohnung noch gar keine Entscheidung treffen, weil ich muss das mit dem Auto erstmal alles testen, damit ich weiß, ob das alles so funktioniert, wie ich das will. Also gerade auch, ob die Kapazität der Heizung ausreicht für kalte Zeiten. Davon hängt ab, wie lange ich meine Wohnung, ob ich die erstmal untervermiete oder ob ich sie gleich abgebe. Das ist, wenn ich nämlich an dem Auto da noch was umbauen muss, dauert das wieder länger. Versteht ihr? Das ist alles. Aber solange ich es nie habe, kann ich gar nicht anfangen. Also das ist, bin ich gerade ein bisschen, muss ich jetzt Geduld haben, sagen wir so. Habe ich auch, das ist okay. Ich mache ja trotzdem die Dinge, die ich machen will. Meine eigentliche Änderung in meinem Leben ist ja, dass ich das, was ich machen will, ändere. Ne? Dass ich diese Berichte erstatten und das mache, und das ist völlig unabhängig von dem Auto. Das Auto ist eine schöne Sache, die ich auch machen will, aber das ist jetzt nie, dass ich jetzt sage, daran hängt alles. Ne? Das hängt es nie, weil ich kann durchaus sehr viele Dinge hier entdecken. Das mache ich ja auch, seht ihr ja gerade, und kann mit meinem neuen Leben anfangen. Und der Sinn meines neuen Lebens liegt nicht darin, dass ich jetzt in dieses Auto ziehe. Ne? Der Sinn meines neuen Lebens liegt darin, dass ich berichte und dass ich recherchiere und diese Dinge alle machen will. Dass ich sowas machen will. Das kann ich mit jedem Wohnort machen. Das kann ich überall machen. Ne? Also das ist auch so, wo ich sage, nee, da hält ich mich jetzt nicht dran fest. Das ist jetzt nie. Ne? Das hat mir das Leben auch gezeigt. Wahrscheinlich ist auch das, was ich jetzt lernen soll, dass ich in mein neues Leben gehe, ohne dass jetzt mein festgelegter Plan sich so erfüllt, wie ich das gerne gedacht hätte, dass das Auto eben, vor 2 Monaten habe ich das angeguckt, im März. Da haben wir eigentlich schon alles fertig gemacht. So lange hat das jetzt nochmal gedauert. Die Teile kamen nie, weil sie nie lieferbar waren. Und so ging das weiter. Dann hat er den beim TÜV vorgestellt, dann haben die noch gesagt, das und das muss gemacht werden, ja, weil das in Deutschland andere Vorschriften sind. Und so ging das weiter und das hat sich alles so weit rausgezogen und ich habe dann gedacht, okay, dann geh doch erstmal so jetzt in dein neues Leben und das mache ich auch. Ne? So, aber ich habe natürlich vor, immer weiterzumachen. Das mache ich auch für euch jetzt nicht so sichtbar, weil ich filme jetzt nie jedes Buch, was ich jetzt noch aussortiere. Ne? Das mache ich nicht. Aber beim Putzen, die Dinge zu putzen, die man nur 2-3 Mal im Jahr putzt, das will ich eben schon anfangen. Und da habe ich zum Beispiel meinen Heizkörper. Ich habe diese Rippenheizkörper und die lassen sich total blöd sauber machen. Und da habe ich die Woche auch schon angefangen. Und zwar habe ich schon den im Bad und den im Schlafzimmer fertig. Und ich habe schon auf dem Balkon draußen diese ganze Front von dem Fenster und dieses Fensterbrettteil, was da ist, das habe ich alles schon sauber gemacht. Ne? Das macht man ja jetzt auch nicht so oft, aber ich habe es jetzt, da bin ich fertig. Der Heizkörper im Wohnzimmer steht noch an, aber mir war es jetzt echt immer zu warm in der Wohnung, beziehungsweise war ich gar nicht da. Ja, so, das dazu. Also putzen. Das ist jetzt das, was ich in der Wohnung mache. Ansonsten sehe ich zu, dass ich jetzt viele Videos mache, viel draußen unterwegs bin, viel entdecke, viele Dinge, die ich gerne machen möchte. Das mit den, also zeige ich euch dann gleich noch, was ich gekauft habe. Das hat mir auch nochmal so die Augen geöffnet, was hier für schöne Dinge sind, was ich alles gern sehen möchte. Und das mache ich jetzt. Da oben ist ein Bussard. So schön. Ja. Also so geht es bei mir zu Hause weiter. Dann, wartet mal, jetzt muss ich hier mal auf meinen Kalender gucken. Da steht nämlich, was ich heute alles euch erzählen wollte. Habe ich das mit dem Shop erzählt? Das weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich euch erzählt, dass ich den Shop auf meiner Homepage... Ich weiß es nicht. Ist egal, kann ich euch ja nächstes Mal erzählen. Ja, dann habe ich mir
vorgenommen, in den Wochenvlogs immer so ein Thema anzuschneiden, was für mich wichtig ist gerade, dass ich ein bisschen eine Struktur drin habe und immer nur ein Thema ist und nicht tausend Themen. Außer natürlich jetzt das Wollige, was ich euch immer zeige, die Kalender und ja, das, was ihr schon immer habt. Das bleibt natürlich. So, dann zeige ich euch, was bei mir eingezogen ist. Das zeige ich euch jetzt. Ich war nämlich im Buchladen shoppen. Mal wieder. Also ich habe nichts gelesen diese Woche, kommt nichts. Weil ich kein neues Buch angefangen habe, weil ich so viel unterwegs war und auch am Computer zu tun hatte. Und den habe ich mir mitgebracht im Buchladen. Ich wollte mir erst ein neues Buch kaufen, aber dann habe ich die im Schaufenster entdeckt. Da musste ich nämlich warten, weil so viele Leute im Laden waren. Und habe die im Schaufenster entdeckt und habe mir dann ein paar davon angeguckt und mitgenommen. Und zwar der Teltow-Kanal. Ihr wisst ja, ich gehe ja gerade den Teltow-Kanal-Wanderweg. Und der Führer hier ist von Rolf Bernstengel und vom Verlag Pharus Plan. Also Pharus Plan. Das ist wohl ein ganz alter Verlag, das wusste ich gar nicht. Habe ich auch schon wieder was gelernt. Der Wind, wenn der hier durchfährt, da könnte man denken, ein Schiff kommt. Ganz schön Wind heute. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Ja, also in diesem Wanderführer ist in 5 Kapiteln der ganze Weg abgehandelt. Das sind gar nicht so viel, weil der ist ja gar nicht so, der Teltow-Kanal ist ja gar nicht so lang. Das sind, die höchste ist hier 11,3 Kilometer, ist eigentlich die längste Wanderung. So, ich wandere den ja in viel kleineren Schritten und auch nicht den kompletten. Aber ich habe hier, also erstes Mal ist der super süß und geschrieben und ich habe hier nochmal ganz viel auch Interessantes erfahren, was ich jetzt so noch nicht über den Teltow-Kanal wusste. Was euch ja dann auch wieder zugute kommt, ja. Also wenn ihr den gehen wollt, den Teltow-Kanal-Wanderweg, dann kann ich euch das empfehlen, weil der in Brandenburg nämlich überhaupt nicht ausgezeichnet ist und ich schon richtig viel gesucht habe, wo der lang geht. Ja, das werdet ihr in den Videos dann noch sehen. Und er hat hier den mit einer Linie eingezeichnet, wo der lang geht. Und das sind Wanderungen, die er und seine Freunde hier, also der Rolf Bernstengel, meistens von S-Bahn-Stationen aus machen, die in der Nähe sind. Dass ihr den, also praktisch, natürlich kann man das auch mit dem Auto machen, so wie ich, dass ich immer dann an die Abschnitte ranfahre, aber man kann eben auch mit den Öffentlichen fahren. So, klare Empfehlung. Dann ist noch mehr eingezogen. Dann habe ich den hier entdeckt. Den habe ich habe mir natürlich in dem Laden alles nur kurz durchgeblättert, was 3-mal gut gegangen ist. Der heißt Erlebnis Wandern und ist von Carsten und Bettina Rasmus. Berlin-Brandenburg. Der hat hier so eine Spiralbindung, was ich jetzt für unterwegs auch ganz praktisch finde. Der ist vom Klaras Verlag. Das sind so kleine private Leute, die das machen. Und da sind... Herrlich. Ein Frosch. Ich liebe es. Ja, also kleine private Leute, die das machen. Ich zeige euch mal einfach das Inhaltsverzeichnis, dann könnt ihr es euch ja anhalten. Das ist immer am besten, es ist sowieso jetzt alles Werbung, aber das wisst ihr ja. Ja. Und da bin ich, also da habe ich schon was entdeckt, was ich auf alle Fälle wandern werde. Oder Teile davon, ihr wisst ja. Da nehme ich euch dann noch mit. Also klare Empfehlung, der ist sehr gut gemacht. Und dann habe ich diesen noch gekauft. Auf Fürsterswegen, die schönsten Berliner Waldwanderungen. Also da habe ich schon welche entdeckt, die, also ich glaube, da werde ich den ganzen Führer laufen. Der ist richtig schön, kann ich euch auch ganz klar empfehlen. Das ist von Thorsten Wiele geschrieben, der hat wohl schon mehr so eine Bücher gemacht. Und das sind 42 Ausflüge in den Berliner Wäldern drin, die sich teilweise dann wahrscheinlich auch nach Brandenburg reinziehen, weil die Berliner Forsten ja auch Land in Brandenburg haben. Muss ich mal gucken, das weiß ich jetzt noch nicht. Das erzähle ich euch dann, wenn ich das hier durchwandert habe. Aber ich bin ganz glücklich mit diesen Dingern. Ich habe die schon so viel drin geschmückert jetzt, die Tage, wo ich sie habe. Und ich habe es noch gar nicht so lange. Ich glaube am Dienstag. Ja, vor 2 Tagen habe ich sie gekauft. So, und dann habe ich mir den mitgenommen. Und da habe ich natürlich nicht genau gelesen. Und das war sozusagen der Griff ins Klo, wie man so schön sagt. Ich habe nur gelesen, Hofladenführer Brandenburg, regional und nachhaltig einkaufen. Und genau das ist ja mein Ding, den wollte ich in den Van legen. Vergesst es. In dem Ding geht es größtenteils um Radtouren. Und dann sind ein paar altbekannte, riesengroße Hofläden drin. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
wo ich definitiv nie einkaufen gehe. Also ich kenne ja von Instagram ein paar Hofläden rund um Brandenburg, die das richtig schön machen. Die sind hier nicht drin. Das Ding wird entweder in den Bücherschrank ziehen oder ich frage mal meinen Ex-Mann, ob der es wegen den Fahrradtouren mal haben will. Aber eigentlich könnt ihr es vergessen. Ich hätte mal nach der Autorin gucken sollen. Das habe ich bei den anderen Büchern gemacht, wer das ist. Das habe ich hier nicht gemacht, weil Hofläden, ne? Tina und Hofläden. Die Autorin ist eine Fernsehjournalistin beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wenn ich das gelesen hätte, hätte ich das nicht gekauft. Nicht, weil ich was gegen die habe, gegen die Frau, ich kenne die ja nicht, aber weil, sag mal, öffentlich-rechtliche meistens so gestellte Sachen sind. Das ist nicht das wirkliche Leben und die reiten meistens auf einer Welle mit und stellen, naja, ihr wisst es ja selber. Ich habe keine gute Meinung vom Öffentlich-Rechtlichen, ihr seht's. Und auch nicht für Leute, die für die arbeiten und dann so eine Bücher hier einfach mal erstellen, die... Nee. Wo mich dann Bauern mit Schlips und Kragen angrinsen. Muss das sein? Ich weiß nicht. Naja, ich sag nicht dazu. Ich wollte ja nie werten. Macht euch selber eine Meinung. Es gibt ihn, ich habe ihn euch gezeigt, aber ich gebe keine Kaufempfehlung. Das darf ich. So, ist ja mein Kanal. Jetzt geht's weiter. Ich räume ja aus, das wisst ihr ja, ne? Und ich habe ja schon ganz viel weiterziehen lassen. Und der Michi wird auch weiterziehen und meine Kadiermaschine wird auch weiterziehen. Da habe ich also auch schon Interessenten dafür. Vielleicht. Ja, und dann habe ich mich entschieden, dass auch ein paar Projekttaschen ausziehen, weil ich habe einfach zu viele. Ich habe eine ganze große Schublade voll, die ich nicht benutze, weil ich ja kaum Projekte noch habe. Und da habe ich mir überlegt, dass ich die verlose, weil ich möchte sie nicht verkaufen und ich möchte sie auch nicht wegschmeißen. Und wenn ihr Bock auf eine Projekttasche habt, die hier zu gewinnen, ist das jetzt eine Verlosung. Ich schreibe dann auch alles nochmal unten rein. Ich kommentiere auch unter dem Video nicht, weil ich das wieder mit dem Trackerl auslosen will. Wenn ihr also eine Frage habt, die jetzt irgendwas anderes betrifft, schreibt mich dann mal per PN auf Instagram an am besten. Da sehe ich es am schnellsten. Beziehungsweise per E-Mail. So. Die Projekttaschen sind auch noch mit einigen Dingen gefüllt. Die erste ist die hier. Da muss ich das mal ein bisschen zuhalten, sonst seht ihr gleich, was drin ist. Da ist nämlich so eine durchsichtige Folie. Die ist von Tina. Also nicht von mir. Tinas Handmade. Tina Fritz. Genau, von Tina Fritz. Die darf weiterziehen mit Inhalt drin. Wenn jemand von euch das gewinnen möchte, einfach drunter kommentieren. Komplizierter mache ich das nicht. Ihr müsst nicht anders machen. Es sind jetzt erstmal drei, die ich ausgesucht habe und mit ein paar Kleinigkeiten gefüllt habe für euch. Weil ich habe nur noch drei Pakete. Ich habe ja meine Pakete weg. Dann ist es die hier. Die hatte ich mir in Wales gekauft. Die hat hier so Hühnerchen drauf mit... Es ist eine kleine und die ist auch zum Anhängen und die Hühnerchen haben Garn. Und die hat im Inneren auch noch eine Innentasche und so gelben Stoff. Und die hat auch noch so einen kurzen Haken und hat dann auch ein bisschen Inhalt drin. Nummer zwei, die hat hier vorne sogar noch diese ganzen Sticker dran, die lasse ich auch dran. Und ich habe die noch. Die ist innen auch blau. Und die habe ich von Nadelstärke 3,5. Und die gibt es auch mit einem kleinen Inhalt für euch zu gewinnen. So, das ist meine Verlosung. Ich mache mal wieder eine Verlosung. Freut mich richtig. Ich freue mich. Und mich würde es natürlich auch freuen, wenn sie weiterziehen dürfen und ein neues Zuhause kriegen. Ich habe noch mehr, die ich verlosen werde. Ich glaube, 1, 2, 3 sind noch da. Das kommt dann noch, wenn ich wieder Pakete gesammelt habe. Ich brauche ja sowieso noch viele Sachen. Ich muss viele Sachen dann auch noch fürs Auto bestellen und, und. Dann habe ich auch wieder Pakete und dann kann ich wieder verlosen. Weil jetzt habe ich genau noch drei Pakete und ich muss sie auch rausschicken können. Ja, habe ich mir zu Hause gedacht, schön. Aber das ist ja okay, okay, dann kriegt er öfter mal eine Verlosung. Ne? Also ein paar Projekttaschen wird es noch geben und ich habe auch noch ein paar Garne, die ich verlosen will. Schon mal so zur Info. Weiß aber noch nie wann. So. Aber das ist jetzt die Verlosung und ich hoffe, ihr macht da fleißig mit. Das würde mich freuen. Ich lose es dann im nächsten Wochenvlog aus. Also die Verlosung geht praktisch nur bis nächste Woche. Der Wochenvlog kommt ja immer mittwochs. Das heißt, die Verlosung endet dann spätestens am Dienstag und dann mache ich euch das Verlosungsvideo dann vielleicht am Mittwoch früh und so, sodass der Mittwoch noch reingeht. Ja, also am Dienstag gucke ich alles nochmal nach und lose dann aus.
Dienstagmittag, sage ich jetzt mal einfach, 12 Uhr. Schreibt es euch unten rein. Guckt unten rein, wenn ihr das genau wissen wollt. Ja, ich denke mal, da werden sich einige von euch freuen. Und ich freue mich vor allem, dass es weitergezogen ist. So, das war jetzt erstmal das. Ich habe ja auch schon wieder 20 Minuten zusammen. Ich glaube, das reicht jetzt auch. Länger mache ich es nie. Ich wollte eigentlich noch über Nachhaltigkeit heute mit euch reden, aber mache ich das noch? Eigentlich sitze ich hier ganz gemütlich. Ich weiß nicht, welche Uhrzeit es ist. Ich habe einen Chiropraktikertermin. Ich sollte vielleicht mal zum Auto gehen, aber mache ich dann. Es wird schon passen. Ich müsste eigentlich nur mal nach der Sonne gucken. Wartet mal. Da ist Norden, da ist Westen, also ist die jetzt im Süden, also ist Mittag. Jetzt müsste Sonnenfinsternis sein. Habe ich noch Zeit. Gut, ne? Ja. Nachhaltigkeit. Also ich will auf alle Fälle mehr Nachhaltigkeit in meinem Leben haben. Das habe ich geplant. Und zwar bei Dingen, wo ich es leisten kann. Und für mich ist wichtig, kleine, also Dinge zu unterstützen. Ich liebe ja die kleinen Dinge, wisst ihr ja. Ich unterstütze ja auch schon ganz viele Jahre meine Freundin Medi mit ihren Seifen, ne? Und so soll das auch weitergehen. Ich will eben wirklich auch kleine Label versuchen zu unterstützen, wie jetzt mit meinen Klamotten Oak und Ivy. Ja, das sind so Dinge, die ich unterstützen will. Aber natürlich auch welche, die jetzt größer geworden sind und trotzdem gute Artikel haben. Warum nicht? Ne? Also es muss ja nicht schlecht werden oder die Firma muss ja nicht schlechter werden, wenn sie sag mal, mehr verkaufen. Das ist ja nicht der Fall. Aber ich möchte eben gerade im Bereich Haushalt, im Bereich Klamotten, nachhaltiger leben. Also bei Haushalt rechne ich jetzt mal alles mit ein, was auch Kosmetik und sowas ist. Ich benutze eh sehr selten Kosmetik. Ihr seht ja, ich male mich nie an oder so. Das habe ich noch nie gemacht. Das bin nie ich. Wäre ich ohne, da will ich ohne mit anfangen. Und, aber ich nutze halt die Seifen, ne, die zum Händewaschen und zum Duschen nehme ich auch Seife. Also ich habe kein Duschgel. Zum Haarewaschen nehme ich das Haarshampoo, auch von meiner Freundin, dieses Bar, also dieses feste Shampoo. Und jetzt habe ich ja auch die Abwaschseife von Greentastic, beziehungsweise auch von meiner Freundin. Und meine Wäsche wasche ich jetzt mit der Abwaschseife von Greentastic. Das geht wunderbar. Die ist zum Wäschewaschen super geeignet. So, das heißt also, ich habe schon ganz viele Dinge umgestellt und will noch mehr Dinge umstellen und mir da auch teilweise Dinge selber machen. Zum Beispiel jetzt war bei Greentastic auf dem Instagram-Account. Ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt versteht. Das ist ja richtig Sturm heute hier. Jetzt hören wir auf Wind hier, ja? Gehen wir woanders erstmal spielen. Ja, also bei Greentastic, die hatten jetzt eine ganz witzige Sache beim Instagram. Und zwar haben die Toilettenreiniger selbst gemacht, dass man die sozusagen aus, ich glaube, da war Natron drin, ich muss es nochmal genau nachgucken, Natron und Zitronensäure und ein bisschen Wasser. Und das haben die sozusagen verrührt und haben das dann in so Silikonformen gemacht, dass es so Tabs wären. Und dann zur Toilettenreinigung benutzt. Ist easy. Also mit Natron kann man sowieso ganz viel machen. Und das will ich halt dann im Van auch machen. Ich meine, ich habe dann so eine Toilette im Van. Das brauche ich jetzt für die Toilette nie. Aber zum Beispiel mal für den Abfluss vom Waschbecken und so. Ne? Ja, das war jetzt nur ein Beispiel für euch. Jetzt habe ich ja noch eine Toilette, also eine normale. Da kann ich es ja benutzen. Und das will ich mir mal selber machen, weil ich habe nämlich Natron da und Zitronensäure habe ich auch da. Und das geht ja ganz einfach. Und dann ist es eben bei mir so, dass ich jetzt noch alte Sachen aufbrauche. Ich schmeiße auch nicht weg, aber ich kaufe sowas nicht mehr nach. Ich kaufe weder Toilettenreiniger noch irgendeinen anderen Reiniger noch im Bioladen. Ich habe es ja vorher schon im Bioladen gekauft, aber da ist mir auch zu viel Chemie drin, die da nicht drin sein muss. So, und vor allem die Plastikverpackung, ne? Egal, ob die vielleicht nachhaltig oder recycelt sind. Nee, ich will gar keine Plastik. Das muss doch ohne Plastik in vielen Bereichen gehen. Da müssen wir ja wieder hin. Und das ist halt so die Nachhaltigkeit. Ja, deswegen werde ich unterwegs mir noch irgendwie eine Flasche besorgen, die ich mitnehmen kann, die leicht ist und trotzdem, also Glas zum Beispiel unterwegs jetzt beim Wandern mitzunehmen, wäre bescheuert. So weit gehe ich dann auch nicht. Dann nehme ich eben meine Plastikflasche mit, weil das einfach mal eine Gewichtsfrage ist, die ich ja dann auch schleppen muss. Ne? Aber da gibt es ja dann auch diese, habe ich ja eigentlich auch zu Hause, diese Thermosflaschen aus, na was ist denn das? Na, ihr wisst schon, aus Metall. Das ist, irgendeinen Namen hat das. Fällt mir jetzt nicht ein. Da habe ich nur halt eine zu kleine, die ist für meine Wanderung einfach zu wenig, deswegen nehme ich die immer nie.
weil ich da eigentlich große Flaschen immer mitnehme, weil ich so viel trinke dann unterwegs. Ja, aber das ist mein Thema Nachhaltigkeit. Ich versuche es eben auf diese Weise wirklich darauf zu achten, dann auch bei der Wäsche und bei meinen Klamotten. Da will ich es eben vermehrt machen. Aber ich bin auch nicht so ein Fanatiker, dass ich sage, man muss da nun alles, man darf überhaupt nicht anders mehr haben, das bin ich auch nicht, weil ich funktionelle Dinge haben möchte. Es muss auch passen, wenn ich jetzt eine Outdoor-Jacke brauche, die Regen abhält, ja, und ja, ne? Dann werde ich nie nass durch die Gegend laufen, nur weil ich dann meinen Wollpullover nehme. Nehme ich ja oft. Ich bin auch oft nass, ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt manche Bereiche, da ist es vielleicht angebracht, um sich zu schützen oder um, sagen wir mal, für sich zu sorgen, da auch andere Dinge zu benutzen. Oder gerade bei den Tupper-Sachen finde ich es auch praktisch, die zu haben. Aber ich muss sie ja dann nicht nach jedem Mal wegschmeißen, sondern die halten eben Jahrzehnte. Ist so, wirklich. Ja. So halt, das ist so meine Meinung zur Nachhaltigkeit. Ihr könnt doch gerne mir eure Meinung schreiben, bin ich sehr interessiert dran. Und ich versuche eben da wirklich was umzustellen und wieder selber Dinge auch zu lernen, die Omas früher komplett selber gemacht haben und eben auch, habe ich ja eine ganze Zeit schon in meinem Leben, als ich noch kein YouTube gemacht habe, habe ich das ja alles schon gemacht. Ja, also so halt. So, das war's, jetzt sind 26 Minuten voll, das reicht, mein Akku blinkt. Ich sage tschüss. Ich weiß nicht, was ich noch ranhänge. Werden wir sehen. Wenn nicht, sage ich euch jetzt schon mal schon tschüss. Danke, dass ihr dabei seid bei meinem Geschnatter hier. Viel Spaß und viel Glück bei der Verlosung. Eure Tina. Jetzt gehe ich mit euch hier mal ein Stück am Wasser entlang. Auf einem Trampelpfad, den ich hier durchs Dickicht komme. Ich gehe nämlich heute den Teltow-Kanal-Wanderweg. Ja, und dann nehme ich euch ein Stück mit und dann mache ich dann aber ein eigenes Video wieder. Aber damit ihr auch mal seht, was ich so mache, wenn ich nicht zu Hause bin, zeige ich euch hier, ups, schon mal so einen kleinen Sneak Peek hier vom Wasser. Und ja, ich bin jetzt von Kleinmachen oder von der Schleuse ausgelaufen und bin hier runtergegangen. Und das ist aber nicht der offizielle Weg, der geht hier weiter oben, aber ich bin abgebogen ins Dickicht und bin dafür jetzt hier unten am Kanal. Zum Trampelpfad, der hier lang geht. Richtig schön. Muss man halt ein bisschen durchkriechen. Ja. Und da entdecke ich, was es alles gibt für Pflanzen und für Tiere. Und hier drüben ist das Dickicht. Ne? Das geht dann hier rein. Hier geht es richtig runter. Das ist hier so ein Deich. Genau. Und jetzt komme ich nämlich dort vorne schon zur nächsten Brücke. Und hinter der Brücke ist meiner Meinung nach ein Campingplatz, den muss ich sowieso umgehen. Und deswegen habe ich es jetzt hier genossen, hier am Kanal lang zu gehen. Hier ist richtig Sonne, aber es gibt doch Abschnitte, wo man direkt im Dickicht und im Wald ist. Ja, heute ist nicht viel los auf dem Kanal, aber die Brücke ist total laut. Die hört man jetzt hier schon. Da hinten war herrliche Ruhe. Hätte ich euch mal da ein Stück mitnehmen sollen. Habe ich aber nicht. Ich probiere nämlich gerade mal aus, wie das mit dem Handy geht hier im Querformat. Also auf alle Fälle macht es schon schön weit, aber ich bin halt nicht so weit weg. Ja, jetzt kommen wir hier, passt mal auf, jetzt kommen wir hier durch so ein Stück Wild. Oh. Ja, das mache ich heute und ich wollte den ja noch bis nach Potsdam runtergehen, weil er da auch sehr geschichtlich noch interessant ist. Und das Stück jetzt hier zwar nicht, aber das gehört ja auch dazu. Und es läuft sich halt gut, weil man halt direkt am Kanal lang läuft. Oder der offizielle Weg da oben, der geht auch fast am Kanal lang. Der geht halt ein Stück weiter da oben. Och, hier die Heckenrosen schon wieder. Stehen hier auch wunderschöne Heckenrosen. Ja. Ein paar Boote dürfen ja auch nicht fehlen. Und hier kommen nochmal gleich schöne Heckenrosen, diesmal rosa. Guckt. Hier sind immer kleine Tiere. Da hinter mir. Heute ist gar nicht so viel Verkehr. Also ich habe keinen einzigen großen Schleppkahn heute gesehen. Da hatte ich letzte Mal richtig Glück, dass da so viele waren. Guckt mal die Wellen an.
Die schmeißen schon ganz schön Wellen, die kleinen Kisten. Oh, ist hier eine schöne Kiefer. Die duftet. Oh mein Gott, wenn ihr das riechen könntet. Und hier Mr. und Mrs. Holla. Blüht. Es ist Juni. Da kommt noch eins. So, das höre ich aber mal auf hier, sonst ist das ganze Video voll mein Gelaber hier. Das ist ja immer. Also ich glaube, die Schleuse hat gerade geschleust, ne? Das war jetzt der zweite und da kommt ein ganzer Konvoi. Da passen ja von den Kleinen immer ein paar rein. Habe ich euch im Video gezeigt. Wenn ihr das noch nicht geguckt habt, vielleicht schaffe ich das hier oben zu verlinken von der Schleuse. Das ist sehr interessant. Seht ihr? Da kommen noch zwei. Also es waren jetzt schon vier, die da in der Schleuse drin waren. Und ich meine, dahinter kamen noch zwei. Also sechs so eine kleinen gehen da durchaus rein. Da kommt noch eine. Ja, zwei noch. Das ist wie auf der Straße, ne? Voll der Bootsverkehr hier. Total süß. Wer es mag, wa? Kleiner Sneak Peek für euch. Ich bin ja heute wieder unterwegs. Mach wieder einen Teil vom Teltow-Kanalweg und jetzt bin ich hier an der alten Friedhofsbahnbrücke. Ich muss mal gucken, wo muss ich denn hier hingucken? Da. Da. An der Friedhofsbahnbrücke, an der ehemaligen, guckt mal. Und zwar Friedhofsbahn deswegen, weil dort die Särge von Wannsee, also von den Berlinern, zum Südwestkirchhof und zu anderen Begräbnisstätten in Brandenburg gebracht wurden und die Bahn fuhr von Wannsee nach Stahnsdorf. Und die Särge wurden dann in Güterwaggons transportiert und dann gab es auch Personenwaggons, damit man dort auch zur Beerdigung konnte, beziehungsweise später auch auf den Friedhof zu Besuch konnte. Na, da bin ich jetzt. Und das ist ein Sneak Peek aufs nächste Video. Heute ist Sonntag, ich mache noch ein kleines Abschlussquatschchen mit euch und ich wollte euch was zeigen. Das ist bei mir eingezogen und erzähle ich euch kleiner was dazu, zu diesem schönen Oberteil. So, jetzt habe ich mich mal hier hingesetzt und zeige euch noch, was ich da gekauft habe. Und zwar ist das von Ehrlich Textil. Das ist jetzt der Karton, aber dann könnt ihr es mal sehen. Und die produzieren halt nachhaltig. Das ist mit Modal drin und mit Baumwolle. Und ich freue mich, dass ich es ausprobiert habe. Es gibt es in drei Farben. Und ich kann euch jetzt nämlich auch schon was übers Tragen sagen, weil ich habe es die Woche wirklich ausprobiert. Ich hatte es unterwegs an. Fürs Wandern ist es nichts für mich. Wer jetzt ganz flach ist hier, der kann es super tragen immer. Wer hier aber ein bisschen Brust hat, so wie ich, oder vielleicht sogar viel Brust hat, der kann es auch tragen. Ich trage es ja so auch im täglichen Gebrauch. Aber wenn ich wandern bin, muss ich was Festeres da haben, was dann wirklich hält. Dann ist das so schlecht mit der Schwerkraft, dann rutscht das. Aber so jetzt im täglichen Gebrauch ist es für mich okay. Aber ich sage euch, wer mehr Brust hat, für den wird es schwieriger werden, das oben zu halten. Weil ich habe es jetzt komplett hier schon ausgereizt, damit es hält. Ne? Und es wird ja beim Tragen auch dann nochmal lockerer. Ja, also so gefällt es mir super gut. Es trägt sich auch richtig weich. Ne? Es ist super weich. Und ich trage es auch im täglichen Gebrauch, wenn ich jetzt nicht wandern gehe. Es ist wirklich nur beim Wandern, wo ich mich eben anders bewege, wo ich einen Rucksack habe, wo ich filme, wo ich dies und das und jenes. Ja, das mache ich jetzt im täglichen Leben. Nee, da ist es noch nie irgendwie verrutscht oder so. Das ist okay. Ja, das war es, was ich euch noch zeigen wollte. Das ist das, was eingezogen ist. Ja, ansonsten ist Sonntagabend und ich beende jetzt das Video mal, weil ich ja schon ein ganzes bisschen habe und nicht so lange machen will. Ja, ja, und ich habe beim Shop-Update zugeschlagen von Oak and Ivy. Habe mir da so ein Tuch, habe ich ergattern können. Und ein Oberteil habe ich mir noch gegönnt und die Hose habe ich nicht erwischt. Da war ich zu langsam. Macht aber nichts. Da habe ich mir jetzt das Oberteil genommen, ist ja jetzt Sommer. Hose werde ich schon noch irgendwann erwischen. Und wenn nicht, dann gibt es eine andere. Ja, ich nehme das, wie es kommt. Aber ich freue mich, dass ich jetzt das Oberteil noch habe, weil Oberteile fehlen mir noch ein paar. Hosen habe ich ja eigentlich jetzt, aber Oberteile könnte ich noch gebrauchen. Da merke ich, die fehlen mir so, diese kurzen jetzt zum Drüberziehen. Die kann man ja dann auch mit was drunter anziehen. Wenn es dann kühler wird, kann ich mir dann ein Sweatshirt drunter ziehen.
Oder ein einfarbiges. Oder wenn es richtig kühler wird, kann ich mir sogar einen Pullover drunter ziehen. Geht ja alles zu machen, ne? Wenn man das hier so hat wie das, da ist man ja frei in der Auswahl, wenn es weit genug ist. Ja, ich schau mal, das Teil habe ich noch nicht von ihr gehabt. Muss man ja immer gucken, wenn man so bestellt, wie die Schnitte dann so sind, ne? Wie die Größen dann so sind, das ist halt alles handgemacht. Und da habe ich jetzt schon ja das andere Oberteil, das Kleid, und die habe ich ja in einer M gekauft, weil ich unbedingt die Farbe haben wollte. Und die M passt wirklich gerade so bei mir. Das habe ich jetzt aber mal in einer L gekauft. Da schaue ich mal, dass das ein bisschen weiter ist, wirklich. Ja, ich brauche ja eigentlich eine L, aber manchmal habe ich eben auch eine M, aber je nachdem, wie es ausfällt. Ja, so, da wisst ihr, was ich wieder getan habe hier und habe mir wieder einen Teil dazu gegönnt, aber es ist auch so ein Flower Power. Also ich habe diesmal nur Flower Power genommen. Das gefällt mir jetzt einfach am besten im Moment gerade. Und zum Winter hin, sie hat ja ein paar schöne Schnitte, die sie im Winter schon mal gemacht hat. Und ich hoffe, dass sie dann zum Winter wieder hat mit Langarm-Shirt. Sie hatte jetzt auch schon eins drin, das hätte ich auch gerne genommen. War aber auch eine M und das war mir dann jetzt zu heikel. Da habe ich gesagt, nee, dann warte ich lieber noch. Da will ich ja dann vielleicht auch das Braun haben und nicht das Flower Power. Habe ich mich dann genug Flower gepowert. Ja, so, das dazu. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich habe euch eigentlich alles gezeigt. Gelesen habe ich nicht weiter und das, was ich jetzt ein bisschen, also das Gestrickte ist wieder, und das zeige ich euch dann im neuen Video. Ja, da schalte ich ein neues Video. Ich höre jetzt auf zu schnattern. Ich danke euch für eure lieben Kommentare, die ihr auch unter mein Reisevideo gemacht habt. Und ich muss mal sehen, wie ich das später weitermache. Ich habe schon vor, euch dann auch wieder mitzunehmen, wenn ich jetzt unterwegs bin. Also so richtig. Aber ich will auch in den Reisevideos eben mehr einbauen, wenn ich dann mein Picknick mache und so. Das will ich halt alles mehr machen. Aber da muss ich mir noch eine Routine entwickeln. Da muss ich noch mal drüber nachdenken. Ich habe ja diesen, also eigentlich würde ich mir unterwegs halt auch gerne was kochen, weil mit dem Mitnehmen ist halt immer so eine Sache. Und gerade wenn es warm ist, kann ich so Sachen wie jetzt zum Beispiel mit Ei oder so nicht mitnehmen. Das heißt also, ich würde mir ein bisschen Gemüse mitnehmen wollen, was ich vielleicht auch schon vorher geschnippelt habe, was ich dann also bloß noch anbrate und wo ich dann eben auch mit euch noch schnattern kann. Aber der Ofen ist so blöd zum Mitschleppen, den ich da habe. Da müsste ich mir noch einen anderen besorgen und da muss ich mich erst informieren. Also seid gespannt. Da habe ich auch noch vor, neue Dinge auszuprobieren, neue Levels. Aber jetzt, sagen wir mal, in den reinen Reisevideos finde ich das schon schön, wenn das alles so zusammen ist. Ich weiß es nicht, ich bin da nie ganz sicher. Ich habe da noch nie, das finde ich schön, wie ich es jetzt mache, wo alles so komplett ist. Ich finde es aber auch schön, wenn ich da so mehr Persönliches noch drin habe. Und wer weiß, wie es dann wird, dann gibt es vielleicht 2 normale Videos in der Woche, wenn ich wirklich unterwegs bin, weil ich ja dann gar nicht hier rumsetze und nie mit euch schnatter. Ich mache es ja jetzt auch schon draußen und da kann ich euch ja auch alles erzählen. Schauen wir mal. Ich bin echt gespannt, obwohl ich das ja mag mit den Reisevideos. Also ich mag es doch schon. Ich weiß bloß nicht, ob es eben so gut ankommt. Ne? Ich muss ja auch ein bisschen darauf achten, dass eben genug Leute das dann auch mögen, was ich mache. Ja, ich möchte es gerne, sagen wir mal so, naja, das ist auch wieder falsch ausgedrückt vielleicht. Ich möchte es gerne so machen, dass es schon geguckt wird gerne. Ne? Also das ist schon auch ein Anliegen von mir. Nicht nur, weil bei den Quatschvideos jetzt interessiert mich das viel weniger als bei den Reisevideos zum Beispiel. Ne? Da möchte ich schon so machen, dass die Leute das auch interessant finden und angucken und so. Ja, und ein bisschen mehr Zuschauer haben, dass meine Videos mehr Einschaltquoten haben. Das möchte ich schon haben. Also gerade bei den Reisevideos ist mir das wichtig. Ja, bei den Schnattervideos ist das okay. Aber bei den Reisevideos, und ich muss gucken, wie ich das verbinde. Bin ich gespannt. Ich lerne ja auch, ne, von anderen, das ist ja auch richtig so, dass man eben von denen, die schon richtig Erfolg damit haben, eben auch lernt, wie die was machen oder eben, und da gucke ich mir auch viel ab, also das ist einfach so, ne? Ich habe damals immer bei meinen Sachen, habe ich mir von anderen Dinge angenommen, die schon gut gemacht haben, ne? Wo ich dann, das sollte man auch so machen, sehe ich so, ne? Also immer dahin gucken schon, was sind die schon Erfolg haben, was machen die und wie machen die das und dass man dann eben, sagen wir mal, sich nicht verstellt oder verändert, das meine ich damit nicht, aber das Know-how ist ja manchmal wichtig, ne, in manchen Dingen. Und das weiß man dann halt gerade nicht, das Know-how. Ich habe schon ganz viel von anderen YouTubern auch gelernt am Anfang von YouTube, wo ich da angefangen hatte. Ne? So, und jetzt habe ich eben auch bei vielen geguckt,
die eben diese Videos machen und die packen eben das Persönliche einfach mit in diese Reisevideos rein. Ich gucke es trotzdem, ne? Das ist ja das Kuriose. Vielleicht ist es eben wirklich der Weg. Ich habe mich auch oft mit Blogs beschäftigt. Das ist auch nochmal so eine Sache. Jetzt schnatter ich halt doch weiter. Naja. Viele Blogs, die lese ich nicht, weil die mir zu steril sind. Die sind mir zu professionell. Und ich weiß nicht, ich bin vielleicht schräg. Ja, also ich bin vielleicht irgendwie anders. Ne? Das weiß ich ja, aber ich finde das langweilig, wenn mir 25 Orte aufgelistet sind in Berlin, 25 Schlösser, habe ich heute das wieder bei jemandem, der hatte bei mir ein Like gemacht, habe ich bei dem mal geguckt, dein letzter Post, es war 25 Schlösser in Berlin. Und dann waren alle untereinander aufgelistet und dann stand da, was die für Inhalt haben, also welche Gemälde da hängen und so. Nee, ach, bin ich gleich wieder weg. Und das finde ich so unpersönlich. Das ist zwar professionell und jemand, der jetzt wirklich nur, also sag mal, was weiß ich, 2 Tage Zeit hat und alle Schlösser in Berlin angucken will, der findet da vielleicht auch was, aber ich würde es nicht. Ich wäre auch überfordert mit 25 Schlössern, sage ich euch ehrlich. Kann man doch gar nicht erfassen. Ja, und ja, ich bin halt so mehr die Langsame und die dann eben wirklich so persönliche Dinge drin hat. Und witzigerweise gucke ich auch nur so eine Leute. Ja, und das will ich eben auch mehr machen. Ich will dann eben wirklich dieses draußen kochen und das will ich alles mehr machen, aber da muss ich erst eine Möglichkeit finden, wirklich diese Ausrüstung mitzuschleppen oder mir Ausrüstung besorgen, die ich leichter mitnehmen kann, wie jetzt mein Kocher. Ja. Der ist schon ganz schön schwer, den ich da, mein Outdoor-Kocher, den ich habe. So halt. Vielleicht gehe ich dann auch nochmal mit jemandem zusammen, der das alles trägt. Ist das eh die beste Idee? James, bitte tragen Sie den Kocher. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, ich liebe mich. So, meine Lieben, jetzt höre ich auf. Mein Akku ist auch schon wieder, hat bloß noch 2. Ja. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche. Ich freue mich, wenn ihr mir schön Likes hinterlasst und Kommentare. Nee, unter dem Video geht's ja nicht. Doch, ihr müsst sogar, was quatsch ich denn? Ihr müsst sogar Kommentare hinterlassen, weil es gibt ja die Taschen. Ja, ich wünsche euch überhaupt ganz viel Glück dabei, dass ihr eine gewinnt. Ja, also Kommentare, Kommentare, Kommentare. Ja, aber ich schreibe keine diesmal, damit ich mit dem Zählding da klarkomme. Ja, meine Lieben, jetzt sage ich wirklich Tschüss. Habt einen schönen Sonntagabend, auch wenn ihr das erst am Mittwoch seht, dann halt einen Mittwochabend. Oder wann immer ihr guckt. Eure Tina.